Willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu meinem Let's Play Victoria 2. Mist. Jetzt habe ich gerade mega Schokolade gegessen. Wir sind gerade dabei, einen Kriegsgrund gegen Belgien uns zu suchen, damit wir über kurz oder lang Großbritannien wieder angreifen können. Ja, so machen wir das. Wir haben jetzt auch, bin ich drauf gekommen, durch das, dass wir auf Hurra-Patriotismus umgestiegen sind, eine etwas größere Militärstärke. Und wir sind jetzt militärisch auf dem ersten Platz. Von 90 auf 1552. Nur weil wir die Partei gewechselt haben. Ich weiß nicht, ob das so... Ob das quasi... so sein soll, aber gut, soll sein. Wir haben auch wieder mehr Geld in unsere Soldaten investiert als vorher noch. Ja. Ich hätte lieber Schokolade. Ich hoffe, das stört euch nicht. Ziel von meiner einem ist es ja, dass wir zumindest auf Platz 2 kommen von den Top 8 oder überhaupt auf Platz 2 von allen. Natürlich. Am Ende des Spiels, ich glaube nicht, dass wir Deutschland noch abfangen können vom ersten Platz. Obwohl wir jetzt in den letzten 3 Jahren unser Heer so stark aufgerüstet haben noch, dass das vielleicht noch etwas besser wird, besser geht. Hey, was sind das? Na, das sind auch nur Nationalisten, elende Nationalisten. Gut. Da die verschießen, das wäre schon super, wenn die das freikriegen würden. Irgendwas müssen sie ja brauchbar sein. Wunderbar. Hey, perfekt. Und wir tauchen uns wieder raus. Das ist auch okay. Sollen sie machen. Ja, dafür haben wir jetzt ein wirklich schlechtes Einkommen in der Zwischenzeit. Die ganzen Eisenbahnen sind jetzt fertig, das ist gut. Obwohl, es sollte ja besser werden, sobald wir die letzte Einheit quasi haben. Dann so, also weil da müssen wir ja nichts mehr kaufen. Sollte eigentlich unsere schwere Bewaffnung ausgezeichnet. So, noch die erste Weltkriegserfahrung. Ist das ein Monty Python? Das schaut so extrem stark nach Monty Python aus, dieses Bild. Da gibt es einen Sketch mit Michael Palin, und, also mit verschiedensten Typen, aber Michael Palin hat genauso eine Uniform an. Und er schaut echt so aus. Was ist mit dem Kriegsgrund? Ist der bald durch? Ja, 83%, noch 23 Tage. Da haben wir eh schon einen neuen Anführer drinnen. Vielleicht sollten wir auch noch ein bisschen mehr Flotten bauen. Weil in diesem Krieg müssen wir auf jeden Fall mehr mit den Flotten unterwegs sein.
Nachdem Russland nicht dabei sein wird, was okay ist, weil gegen die will ich eh nicht wirklich Krieg führen. Wir müssen unsere Truppen ja irgendwie nach Europa bringen, wenn wir Großbritannien bekämpfen wollen. Yay, wir haben den ewigen Kriegsgrund gekriegt. So, na dann. Was machen? Wer würde da mitmachen? Eigentlich eh alle? Eigentlich keiner. Nein, die USA würden nur nicht mitmachen. Na gut. Fahren wir mal fort. Schauen wir mal, ob Italien mitmacht. Und wie ist das mit Deutschland? Ich frage mich gerade, wenn ich die jetzt so frage. Versuchen wir es mal. Großartig. Yes, Deutschland macht auch mit. Ha, ausgezeichnet, obwohl Großbritannien, das war ein guter Move von mir. Das heißt, ich muss mich um wenig kümmern, wenn Deutschland dabei ist. Da stellt sich nur die Frage, ob ich eher Anführer bin. Yes, ich bin weiter Anführer in dem Krieg. Das ist spitze. Das ist echt spitze. Damit können wir, glaube ich, alles erreichen, was wir erreichen wollen mit diesem Krieg. Wir müssen noch nicht einmal viel machen. Wir werden da jetzt einmal rübergehen. Nein, du gehst daher. Du gehst daher. Gut. Du Freund, gehst daher. Nein, du gehst daher. Du gehst daher. Müssen uns nicht mehr kümmern. Wir müssen nur schnell einen Kriegsgrund gegen Großbritannien hinzufügen. Wie zum Beispiel, dass sie diese Gebiete da freigeben sollen, also vor allem Orissa. Weil ich glaube, dass die sich sowieso jetzt loslösen von Großbritannien, nachdem die Faschisten da durchgegriffen haben. Gezeichnet. So, hier geht's aufs Schiff. Was? Ah, verstehe. Mist. Jetzt
stellt sich natürlich die Frage, sind die Briten dann da und fangen uns ab? Fangen wir einfach mit beiden Flotten hin und hoffen wir das Beste. Wir sollten auf jeden Fall mit den Flotten hier in der Nähe bleiben. Nein! 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 Du dumme Truppe! Wieso rennst du da durch? Soll ich mir das sagen? Könntest du bitte da weggehen? Ach Gott sei Dank, wir haben verloren. Gut, du gehst mal daher und tust so, als wärst du nicht interessiert. Ist die so rund um Atom. Gut. Na, gehen wir da weiter nach Rangoon und du gehst einmal daher. Das ist vielleicht keine schlechte Idee. So, wir haben erst 1%. Na sowas. Aber wir können Kriegsziele hinzufügen. Und zwar, wir hätten gerne Marionettenstaat entlassen. Orissa. Das kostet mich 2,5 Infamiepunkte. Und es kostet 30 Kriegspunkte. Und ich kann es nicht machen. Warum kann ich das nicht machen? Ich hasse euch. Ich habe gehofft, das geht, wenn ich mit denen nur Krieg führe, wenn ich nicht mit Orissa Krieg führe. Wieso kann ich das nicht? Ach Gott, ich hasse es. Das geht? Ja, das geht sicher. Wow. Ekelhaft. So, wir uns mal die ganzen britischen Besitztümer, die er noch hat. Wieso kann ich nicht? Nein, du Idiot. Gehst du bitte so rund um Atom? Störst du die bitte nicht beim Belagern?
Wieso haben wir erst 1%? Was machen eigentlich die Deutschen? Sollten die nicht Belgien einfach überrennen? Offensichtlich nicht. Also, oh ja, sie überrennen sie, aber 129.000 Belgier, wo nehmen die diese Truppen her? Ganz fertig da. Da finden uns noch ein paar Gardetypen. Hangun gewonnen. Wir warten noch ein bisschen. Und dann greifen wir mit beiden Armeen gleichzeitig an. Hey, Bakelit! Ausgezeichnet. Der erste künstlich hergestellte Kunststoff. Das klingt irgendwie falsch. Oh, schade, wir können zurzeit kein Kriegsziel hinzufügen. Aber wir können dann Belgien aus dem Krieg rausnehmen, sobald wir sie besiegt haben. Und ich hoffe doch sehr, dass wir sie besiegen werden. So. Auf gegen die Briten. Die haben noch immer keinen Schutz vor Gasangriffen. Das ist irgendwie super. Von Rinker verloren. Wir haben schon wieder dort gekämpft. Sag mal, geht's euch nicht gut? Habt ihr sie nicht mehr alle? Könnt ihr bitte nicht da durchgehen? Ist natürlich die Frage, wenn wir gegen die, können wir das vielleicht besetzen? Ist das automatisch im Krieg mit uns, wenn wir mit denen im Krieg sind? Hust, hust. Nein, nicht die Tuberkulose. Einfach hinterher. Nein, wir lagern nicht. Aber wir können trotzdem rein, weil. So, okay. Oh, schauen wir,
gibt es auch noch ein Gebiet, was wir nicht erobert haben. Oh, das sind schon die Deutschen auch. Die sind aber schnell da gewesen. Woher kommen die? Ah, schaut schon besser aus. Belgien, Frieden vorschlagen. Wenn sie das annehmen, ist das gut. Dann haben wir nur noch den Krieg gegen Großbritannien. Jetzt habe ich die besiegt, die Rebellen. Ich bin so ein Idiot. Das ist unfassbar. Ich hätte da stehen bleiben müssen und... Oh, ich hätte... Ach Gott, ich hätte einfach... Himmel, bin ich dumm. Nach Riyadh, du gehst nach Medina. 16. Februar, 19. Februar, nein, dann geh gleich nach Tabuk. Kolonialer Fortschritt. Eine unserer Kolonien meldete dem Kolonialamt verblüffende Erfolge bei der Entwicklung lokaler Wirtschaftsunternehmungen und Geschäfte. Der Hauptgrund dafür ist dem lokalen Gouverneur zufolge die ambitionierten Landreformen, die in Übereinstimmung mit den indischen Kapitalisten und Industrialisten durchgeführt wurde. Ja, klingt nicht schlecht. Die Kolonie wird Berichten zufolge für Einwanderer immer attraktiver und diese Berichte werfen auch ein gutes Licht auf unsere Industrialisten. Fantastische Neuigkeiten. Alle Kapitalisten erhalten ein Bewusstsein und wir erhalten einen Lebensstand. Lass den Bericht verschwinden, sonst werden die Kapitalisten noch hochmäßig. Okay, Lebensstandard erhöhen ist gut. Könntet ihr mir sagen, was euch da geritten hat, ihr Idioten? Mist, jetzt müssen wir warten, bis dann wieder versch... Ach Gott. Wie? Ja, du gehst jetzt rund um den Turm, na, das bringt mir jetzt was. Ah.
Das ist sehr ärgerlich. Überlegen wir tatsächlich, ob ich nochmal starten soll den Krieg. Naja, okay. Wir wollen nicht neu laden. Ist okay. Bis du das geschafft hast. Achso, nein, das sind die doch nicht so lang. Das sind die, die vorgeprescht sind. Autsch. Ach, warte mal, ich bin so ein Idiot. Ich muss das dann natürlich auf 100% geben. So. Ja, ist okay. Ja, wo geht's hier jetzt hin? Ach ja, irgendwo hin. An irgendeine Grenze. Daher zum Beispiel. Gut, was wollten wir als nächstes? Wir wollten noch einen Kriegsgrund gegen Großbritannien hinzufügen. Ich würde ganz gerne einen Marionettenstaat von dir entlassen lassen. Wieso geht das nicht? Hallo? Wir könnten natürlich das Land befreien. Achso, nein. Nein, nein, nein. Wieso kann ich das nicht? Ach Gott. Jetzt bin ich beleidigt. Jetzt holt man noch diese drei Gebiete. Ich bin mit denen nicht im Krieg. Ach Gott. Das kann es ja wohl nicht sein. Okay. Ja, dann machst du Kutai.
ignorieren wir, weil wir haben noch nicht das letzte Kriegsziel drinnen. So können wir dann auch kein Kriegsziel reintun. So. Mal daher. Obwohl, ist das schon italienisch? Nö. Und so sind die Italiener eigentlich in dem Krieg dabei. Ich würde ganz gerne noch ein Kriegsziel hinzufügen am 12. März. So, jetzt haben wir mal das alles verlangt von ihnen. Gut, wo geht's hier hin? Da geht's hierher. Zunächst einmal kriegst du einen Anführer. Der Krieg könnte nicht bald vorbei sein. Dann geht's hier daher. Und ihr fahrt mal daher. Oder? Nein. Ist das klug, was ich da tue? Gezeichnet. So. Ich würde ganz gern einen Marionettenstaat entlassen lassen. Wie wäre es mit Kutsch? Geht das? Wieso geht das nicht? Warum funktioniert das nicht? Vielleicht müssen wir sie zuerst entführen aus der Einfluss. Nein, geht auch nicht. Das mit Wunderkant. Geht das? Auch nicht. Was mit Australien? Geht das? Nein, geht auch nicht.
Wieso geht das nicht? Wieso kann ich die nicht freilassen? Versuchen. Jodhpur geht nicht. Bikaner geht auch nicht. Passt da? Auch nicht. Da. Du fährst zurück nach Karachi. Gut, zweite Flotte, was ist jetzt? Zweite Flotte. Du fährst zurück hierher. Außerdem, wenn wir hier die Schiffe sammeln, nicht mehr hier. Und wir bauen jetzt noch zwei, drei von denen. Und noch eins, zwei, ein paar Schlachtschiffe. Sicherheitshalber. So, da gehen wir mal auf 70% runter. Dann schauen wir uns mal an, wie Indien jetzt ausschaut. Das ist insgesamt schon fast so, wie es sein sollte, wenn nicht diese ganzen Einsprengsel drinnen wären, die wir nicht loswerden. Finde ich nicht richtig. Sehr ärgerlich. Und das wird auch nicht besser werden, wenn ich so dumm bin und diese Leute nicht gewähren lasse. Na gut, Herrschaften, ich wünsche euch noch einen schönen guten Abend, schlaft gut und träumt was Schönes. Bis dann.